Hallöchen, meine lieben Zuschauer, zur dritten Folge. Wir gehen direkt zum nächsten Kapitel. Nachdem wir jetzt in Kanada gewinnen konnten, sind wir jetzt in Ungarn einige Wochen später. Mehr als die Hälfte der Saison 2022 ist nun vorbei und das Team von Connor Sport hat mehr als nur ein paar Anlaufschwierigkeiten hinter sich. Nun wollen Aiden Jackson und das Team von Connor Sport allen Skeptikern zeigen, dass sie im Unrecht sind und vor der Sommerpause ein starkes Zeichen setzen. Ich denke mal, das starke Zeichen wird ein Sieg sein, ihr Leute, oder? Wird ein Sieg sein. Und jetzt haben wir erstmal ein schönes Interview. Hey, du, kannst du die Lampe ein klein wenig anwinkeln? Ja. Ausgezeichnet. Ein Butler sollte immer gut aussehen. Kannst du gerne machen, Linus. Also. An welchem Punkt der Saison 22 wurde Ihnen klar, dass es im Team Probleme gab? Oh, direkt nach dem Grand Prix von Ungarn. Ich kümmere mich zwar nur ums Geld, aber da war selbst mir dann klar. Ein einziges Durcheinander. Und schon wieder rivalisieren sich Jackson und Butler von Connor Sport auf der Strecke. Es sieht so aus. Ja, jetzt müssen wir hier gucken. Kleiner Augenblick, Stefan. Okay, Devin. Aiden ist schneller als du. Lass ihn jetzt bitte vorbei. Moin, moin, Bizeps. Popo-Pirat. Okay? Finger im Po, Dentro ist froh. Ignoriert die Anweisung gerade. Mir geht's gut, selbst. Als hätte er sie einfach nicht gehört. Ja, sieht fast so aus. Und wie wir sehen, kommt Jackson hier auf gar keinen Fall vorbei. Er lässt ihm keine Chance. Und so geht diese Connor-Sport-Rivalität auch hier in Ungarn munter weiter. Super, Internet ist schon wieder weg. Einfach so, gleich wird's wieder da sein. Ey. Lass mich mal vorbei hier. Darf ich mal fahren? Darf ich fahren? Ah. Ja, dich habe ich gleich, keine Sorge. Zack. Ey, Devin! Warte, nicht so aggressiv, mein Junge! Hallöchen, das ist doch nicht normal hier. Müssen wir ihn erstmal wieder einholen, meine Güte. Den guten Devin. Aber geht ja relativ schnell, wie man sieht. Linus, nicht mehr in diesem FM-Teil, erst wenn der neue Football-Manager draußen ist. Abstand zum Auto vor dir beträgt 2,3 Sekunden. So, Devin haben wir. Der neue FM kommt immer gegen November raus. Also so in 5 Monaten. Sebastian! Hallöchen! Ey! Wie die einfach so kommt. Ich bin das, wenn ich diesen Fehler mache, ne? Ich schreibe auf, das ist komplett ernst, ne? Stimmt, ich wollte die KI ein bisschen schwieriger einstellen. Wie das immer aussieht, wie die wirklich an einer Schnur gezogen hintereinander fahren. Das ist doch nicht normal, oder? Und da habe ich 3 auf einen Schlag. Würde natürlich normalerweise nie gehen, nur bei der KI stärke natürlich, ist ja klar. So, mein Ziel ist, komme in Top 10 ins Ziel. Schnellste Runde soll ich fahren, okay. Dann gibt es noch Bonus. Mal gucken, ob wir das hinkriegen werden. Ich denke schon. Und jetzt keine dummen Fehler machen bei Überholmanövern etc. Denke mal, wie kriegen wir jetzt Fernando? Zack. War eigentlich eine ganz gute Stelle gegen eine starke KI. Gut gemacht, super überholt. Dankeschön, Dankeschön.
Dankeschön, Jeffy. Ach, wirklich. Der Star des ganzen Spiels ist einfach Jeff. Oh, sagst du gerade schon, die Webcam würde wieder hängen, aber nee. Kevin Magnussen. War doch Kevin, ne? Ach, schade, war ich ein bisschen übermütig und wollte ihn wirklich auf dem Grün überholen. Dento, wir sind hier nicht beim Fußball. Du musst nicht immer auf dem Grün unterwegs sein. Also, solltest du dir merken, Dento. Okay, du bist in den Top 10. Der Abstand zum Teamkollegen beträgt 8,2 Sekunden. 8,2 Sekunden ist das Rennen hier. Gut, das Rennen gewinnen werden wir nicht mehr. Dafür habe ich zu viel Blödsinn getrieben. Aber natürlich werden wir mindestens den 8. Platz erreichen, ne? Warum steht eigentlich links Ziel aktualisiert? Hatten wir ein anderes Ziel am Anfang? War das schon Platz 12 oder so? Ja, oder? Wenn ich mich nicht täusche. So, den 8. Rang hätten wir auch gesnackt. Komm, Bottas will ich auf jeden Fall noch kriegen. Sainz sollte ich auch noch kriegen. Mal gucken, vielleicht schaffen wir ein Podium. Wäre schon ganz geil, ne? Wäre schon ganz geil. Valtteri, hallöchen, mein finnischer Freund. Hab dich. Wieder keine Verbindung. Och Leute, ich glaube, ich muss den Twitch-Stream hier gleich ausmachen. Ein richtiger Chaos-Stream gerade hier. Wieder verbunden. Irgendwas ist mir da bis. Ist mir da wirklich ein Skurscher. Ich mir gleich mal sowas von nehmen, die beiden. Ich denke mal, jetzt in der nächsten Kurve hole ich mir beide auf und zack, ein bisschen später bremsen einfach und schon hat man die. Ja, vielleicht holen wir uns sogar noch den Sieg, oder? Ist auf jeden Fall machbar. Einer geht noch in die Box. Ja, super. Direkt noch einen Platz gemacht. Da ist auch schon Platz 3 vor uns. Verstappen sind es 5,5 Sekunden. Mal gucken, wie weit der erste entfernt ist. Ich denke mal, wird auch nicht so viel sein. Lewis mit 4,5 Sekunden. Ja, da werden wir auch gewinnen. Also sorry an alle Twitch-Zuschauer, ne? Es ist gerade schrecklich, was hier los ist. Ich habe keine Ahnung, ne? Warum der ganze Zeit hier am Probleme haben hat. Naja, Probleme haben hat. Ne? Ja, immer ich, wenn ich Formel 1 gerade zocke, ne? Konzentriert zu fahren. Auch wenn ich nicht unbedingt so aussehe, als würde ich konzentriert fahren. Leistungstechnisch. Aber ich fahre schon möglichst konzentriert. Bin gespannt, wann das Internet wieder verschwindet. So, alle paar Minuten ist es weg für ein paar Sekündchen. Warum auch immer. Immerhin werden die Intervalle immer kürzer, wo es weg ist.
Am Anfang waren es 2 Minuten, jetzt sind es vielleicht 10, 15 Sekunden. Oh, Verstappen versucht Lewis Hamilton zu überholen, aber Sir Lewis Hamilton kann die erste Position halten und jetzt kommt der Konter von Aiden Jackson, der an Verstappen vorbeizieht. Unglaublicher Konter und dann kommt auch direkt der Gegenschlag. Der Doppelschlag gegen Lewis Hamilton und kann Hamilton nochmal vorbeiziehen, dann kann er nicht. Und Aiden Jackson ist auf Platz 1. Ich hatte Casterwert von Leiter. Was los? Ich sollte hier Caster werden. Ach, ey, wie ich schwitze einfach, ne? Konzentriere dich etwa, sitze neben einem heißen PC mitten im Sommer und du bist wirklich nass geschwitzt wie ein Spanferkel. Das Problem ist nur, ein Spanferkel soll ja sozusagen schwitzen, aber ich soll nicht so viel. Fand ich nicht gut. Ein bisschen hier Wasserzufuhr. Oh, Internet ist weg. Geil. Jetzt hört er wieder. Benzin noch für eine Runde, ja. Ich denke mal, es reicht. Ja. Plus 1,02 Runden, also wir können ja wirklich noch eine Runde gefühlt mehr fahren. Also kein Stress hier, ne? Ruhig Blut. Geschmeidig durch die Hose auf, wie man so schön sagt. Und dann geht's ab. Oh, wieder verbunden. Nice. Ich hab wieder Internet. So, schaffen wir noch die 10 Sekunden Vorsprung? Ja, die schaffen wir. Und wir haben gewonnen! Yeah! Welch Überraschung! Da flattern mir praktisch die Boxershorts weg. Da gibt es einige, aber beginnen wir mal mit Aiden Jackson. Ja, Jackson hatte echt ein gutes Rennen. Wir wissen alle, dass Connor in dieser Saison Probleme hatte. Jackson hat sich trotzdem Halleluja! Nicht mehr fahren. Die beiden sind schon so oft aneinander geraten, schon bevor sie Teamkollegen wurden. Eine faszinierende Rivalität, aber heute konnte Connor Sport trotzdem einige dringend benötigte Punkte einfahren. Kann man wohl sagen. Was ist los, Bizeps? Also mich hat dieses spektakuläre Rennen schon ziemlich... So, das müssen wir uns jetzt nochmal angucken. Die Jubelfeier. Die Jubelarie. Was für eine Plinte. Ah, eine neue Dame. Gutes Rennen heute, Aiden. Aber wir alle fragen uns, was mit Devon los war. Hat er wirklich eine direkte Teamorder ignoriert? Das haben sie von Devon erwartet. Das war nicht in Ordnung. Er muss sich wirklich zusammenreißen. Er ist nicht der einzige Fahrer und das Team hat sicher einiges dazu zu sagen. Er hat Ihnen heute auf jeden Fall einige Schwierigkeiten bereitet. Was würden Sie nach dem heutigen Vorfall und der Sache in Kanada den Leuten sagen, die denken, dass die alte Jackson-Butler-Rivalität wieder auflebt? Das liegt in der Vergangenheit. Wir sind im selben Team, darauf kommt es an. Wenn irgendetwas auf der Strecke passiert, liegt es daran, dass wir beide versuchen, Connor Sport zum Erfolg zu führen. Da tritt man sich schon mal gegenseitig auf die Zehen. Von den Problemen mit Devon einmal ab. Ich versuch's, Bizep. Wie ist Ihrer Meinung nach heute da draußen? Glauben Sie, dass das Team mit Ihrer Leistung zufrieden ist? Ja, ich denke, ich habe getan, was ich konnte. Das Auto hat gut performt und ich habe eine gute Leistung gezeigt. Abgesehen von allen anderen Problemen kann das Team zufrieden sein. Sie haben das Auto erwähnt. Connor Sport hatte in dieser Saison einige Probleme. Sind die mittlerweile gelöst? In diesem Rennen gab es keine Probleme.
Es geht also aufwärts. Ich bin zuversichtlich, dass das Team alles im Griff hat und der heutige Tag hat das bestätigt. Es gibt immer Verbesserungspotenzial, aber wir sind auf dem besten Weg. Super, danke. Sehr gerne, Madame. Und zack, Bizeps ist die Unterhose weg. Nee, keine Sorge. So, mal gucken, ob jetzt noch irgendeine Aktion kommt. Okay, das überlasse ich ganz und gar dir. Okay. Devon, du hast dich heute nicht an die Teamorder gehalten. Das stimmt nicht. Wie bitte? Alle sagen, ich hätte sie ignoriert, aber das stimmt nicht. Ich habe keine Anweisung erhalten. Check den Funk. Wenn der Reiter nichts taugt, ist das Pferd schuld, was? Check den Teamfunk. Okay, wir überprüfen die Leitungen ASAP. Repariert das. Das darf nicht nochmal passieren. War ja klar. Manipuliert. Hör zu. Was soll das bringen? So ist Devon einfach. Und dann? Macht's das besser? Er ist ein arrogantes... Nein, du hast ja nicht ganz unrecht. Ist das nicht der Vater? Wenn wir ihm nicht ausreichend Spielraum lassen, wird er noch unberechenbarer. Ich als sein Vater weiß das. Hey, der Vater einfach schlecht über ihn redet. Der beste Fahrer, den wir haben. Und es ist richtig, dass du Devon in seine Schranken weist. Er braucht das. Das Team braucht das. Danke. Ganz unter uns. Das hier ist nicht das Richtige für mich. Ich denke... Ganz ehrlich? Du bist zu gut für uns. Und ich weiß, dass andere Teams schon Interesse an dir haben. Also mach bitte einfach weiter wie bisher. Klar. Tut mir leid, wenn ich mich im Ton vergriffen habe. Vor Devon. Kein Problem. Willst du wissen, wie du Devon zurechtweist? Wie denn? Besieg ihn. So. Könntest du dir das mal ansehen? Corsport wurde von einem Filmstudio kontaktiert. Oh, ProSieben? Ich sage ein Filmstudio, ne? Sie befinden sich gerade in der Vorproduktionsphase für den neuesten Teil der beliebten Filmreihe The Wattle Zone und wollen einem unserer Fahrer eine Rolle anbieten. Sie wollen auch das Branding von Corsport. Das wäre eine ausgezeichnete Gelegenheit für das Team. Die Frage ist nur, welcher Fahrer Corsport im Film bestreiten sollte. Devon. Als ob. Aiden wäre ein hervorragender Botschafter für das Team. Er hat sich in letzter Zeit offensichtlich nicht ausreichend gewürdigt gefühlt. Das könnte ein echter Ego-Boost für ihn sein. Natürlich. Als Devon von der Presse darauf angesprochen wurde, dass er die Teamorder während des heutigen Rennens missachtet hat, hat er auf den Teamfunk geschoben. Hat er es auf den Teamfunk geschoben. Jetzt müssen wir eine Erklärung abgeben. Wie lautet unsere Antwort? Wir wollen keine unnötige Kontroverse einfach... Moment. Wir wissen selbst noch nicht, was passiert ist. Seien wir ehrlich und sagen, dass wir noch ein paar Tests durchführen müssen. Ja. Die Werksführung mit dem Streamer, hat unter Devons Leitung stattgefunden. Er hat ein paar Dinge über das Team gesagt, dass die nicht so schön waren. Das wirft kein gutes Licht auf Corsport als Ganzes und einige der anwesenden Ingenieure waren wohl nicht sehr glücklich darüber. Und da das Teambuilding aufgeschoben wurde, ist die Moral gerade ziemlich niedrig. Och gut, alles mach ich. Ich mache einfach alles kacke. Ich bin einfach kacke, es ist doch einfach so. Leistung Level 4, jetzt schon, krass. Live Events vom Grand Prix. Wer ruft mich denn jetzt schon wieder an? Davidov! Cool Wort. Davidov, ich habe mit Aiden gesprochen. Und? Keine Sorge, es sollte keine Probleme mehr geben. Was hast du gesagt? Das spielt keine Rolle. Wir haben uns geeinigt. Überlass Aiden von jetzt an einfach mir. Und was ist mit Devon? Was soll mit Devon sein? Wir beide wissen, dass es nicht am Teamfunk lag, oder? Andreo, hör zu. Devon mag sein Glück von Zeit zu Zeit herausfordern, aber ich werde nicht zulassen, dass seine Integrität in Frage gestellt wird. Wenn er sagt, es war der Funk, dann weißt du, was zu tun ist, ja? Ja, natürlich. Ich lasse die Systeme nochmal prüfen. Ich bitte darum. Ja, schön manipulieren, ne, für den Sohn. Aiden Jackson spielt seine Rivalität mit Butler in seinem Interview nach dem Rennen herunter. Hier, Aiden Jackson ist zumindest fair, genau. Tiamat Marduk. Ist so, ist einfach.
Also, meine lieben Zuschauer, das war's dann auch von der heutigen Folge. Wir schaffen irgendwie Kapitel immer so in knapp in 20 Minuten Parts. Ja, das ist eigentlich ganz gut. Das ist ja immer so die Mindestzeit, die ich habe. Habt noch einen schönen Tag und morgen geht's dann weiter. Dann wahrscheinlich schon mit Kapitel Nummer 4. Macht gut. Bis dann. Ciao, tschüss, euer Den.